Punkt ist nun folgender, dass was wir in den maghrebinischen Staaten, in nordafrikanischen Staaten beobachten können, völlig auf Libyen fokussiert ist. Zuerst eine Revolution in Anführungszeichen in Tunesien, da wurde dann praktisch die Regierung ausgetauscht. Der Punkt ist nur der, dass der König da oben drüber oder der Potentat davon unberührt geblieben ist. Danach gab es, und alle waren zufrieden, Mensch, prima, ist doch alles in Ordnung jetzt. Danach gab es die gleiche Geschichte in Ägypten. Da gab es dann eine Militärregierung. Und unsere Medien haben gesagt, ja toll, Ägypten ist frei. Geht's noch? Ich meine, ich habe mich gewundert. Aber es war sofort gesettelt, das Thema war sofort vom Tisch gewesen. Und dann kam halt eben Libyen. Und da haben sie sich die ganze Zeit drauf gestürzt. Da sind wir momentan noch. Und welcher von den drei Staaten hat das Öl? Libyen. Natürlich war die Vorbereitung. Der Punkt ist der, es gibt in Afrika nur zwei Staaten richtig, richtig fett Öl. Nigeria und Libyen. Der Punkt ist der, Libyen, ich meine, der Gaddafi hat eine leichte Spur, da gibt es nichts zu wollen. Der Punkt ist nur der, dass es seine Leute gut gehabt hat. Die hatten das höchste Pro-Kopf-Einkommen von ganz Afrika gehabt. Die hatten Sicherheiten gehabt, was die soziale Versorgung angeht. Der hat für seine Leute schon gesorgt. Gibt es kein Vertun, überhaupt keins. Dass die Leute, die Aufständischen waren, das waren bestimmte Bevölkerungsgruppen, die in starken Regionen gewohnt haben und die gesagt haben, machen wir uns da selbstständig und nehmen das ganze Öl für uns. Zeit und Herrschaft, das alte Prinzip. Darüber hinaus, was Gaddafi gesagt hat, stimmt. Al-Qaida ist dort unten präsent. Die Leute, die dort kämpfen, die sogenannten Freiheitskämpfer, sind zu einem Gutteil Al-Qaida-Kämpfer. Al-Qaida und Gaddafi gehen gegeneinander. War schon immer so gewesen. CIA. Das war auch Al-Qaida-CIA-Kämpfer. Ja, natürlich. Al-Qaida ist CIA. Der Punkt ist Al-Qaida, das heißt Hochzeit Al-Qaida. Ja, schön. Ich glaube, das ist Wissen aus drei verschiedenen Richtungen gekommen. Wenn die jüdische Religionsüberlieferung zutrifft und sie tatsächlich in Ägypten waren und es so gelaufen ist mit Moses, wie überliefert wurde, dann hat Moses schon halt eben Zugang zu den Eingeweihten in Ägypten gehabt. Das Judentum war lange Zeit in Babylonien offiziell überliefert worden. Auch da war halt eben esoterisches okkultes Wissen stark vertreten gewesen. Das war ein Zentrum damals in der Welt für esoterisches okkultes Wissen. Ich glaube, dabei halt eben mit der Theosophie einigermaßen übereinstimmen, dass es halt eben auch einen Wissenszufluss aus Indien gegeben hat. Den halte ich für sehr stark. Also ich halte es für möglich, dass letztes Judentum aus Indien stammen könnte. Es gibt eine Überlieferung, dass es so eine Kaste gegeben hat, die Ziegelmaurer waren und die gezaubert haben, die halt eben sehr stark im Okkulten waren, die vertrieben worden sind aufgrund dieser Zauberei und dass die dann gegangen sind und die Juden wurden oder waren damals. Auch Indien war damals halt eben, wenn man sich mit Theosophie beschäftigt, an der Hut weg. Das ist sehr, sehr, sehr tiefgehendes esoterisches Wissen. Die Geheimlehre von Blavatsky beispielsweise. Ich habe das Buch ungefähr 20 Mal versucht zu lesen. Das hat nicht einmal geklappt. Ich habe immer wieder neu anfangen müssen, weil es einfach sehr, sehr, sehr kompensiertes Wissen über Okkultes ist. Da kommt halt eben wiederum Steiner her. Sie sind dann wiederum selbstständig gemacht. Also die Leute, die sehr, sehr viel Wissen kommen aus dem philosophisch-theologischen. Wir kommen jetzt in die Metaphysik. Daher weil, da, weil Sie Steiner angesprochen haben und Blavatsky, da geht es ja rüber. Aber das ist halt eben das Thema, wo ich halt eben, wenn ich mich darauf festlege, halt eben als Historiker überhaupt nicht mehr. Da haben Sie Probleme, klar, ich klar. Nicht. Ich darf es fragen. Sie haben nicht ich versuche es einfach nur mal. Der Punkt ist der, dass das Judentum vor Isaac Luria, 16. Jahrhundert, die Kabbala, und all die Sachen, die prophetisch veranlagt gewesen waren in der Bibel und dann all das esoterische Wissen kontemplativ ausgelebt haben. Und sie haben tatsächlich das gemacht, was sie gesagt haben. Sie haben versucht, etwas in Tat umzusetzen, indem sie im Grunde okkulte Praktiken begangen haben, von denen die Politik kamen. Das endete sich erst mit Luria. Luria hat angefangen, aus der Kamera ein politisches Instrument zu machen und eine politische Agenda vorzugeben, die bis heute fortdauert.
Was die Nazis anbelangt, es gibt dort eine Berührung, oder vielleicht sogar mehrere Berührungen, die aus dem okkulten Bereich kommen. Es gab eine Gruppe, die eigentlich der direkte Vorläufer der NSDAP gewesen ist, der Thule-Orden. Oder Germania-Orden. Es gibt da vom Thule-Orden zur DAP direkte Verbindungen und von der DAP halt eben zur NSDAP. Thule-Orden war gegründet worden von einem Baron von Sebottendorf, der hieß in Wirklichkeit Blauer, aber der ist dann irgendwann in die Türkei gegangen und hatte dort sehr enges Verhältnis zu Freimaurern gehabt und Sufis. Und hatte da sehr starkes esoterisches Wissen aufgenommen. Und der ist im Grunde eigentlich der Urvater letztendlich dessen, was dann sich in München entwickelte und was Hitler dann aufsagte. Ja, nur eine Frage. Sebottendorf hat er den Koran nochmal dekodiert. Also die Suren, die einzelnen Sätze auf die Ursachenebene runter, wo er dahin geht, dass die Mitteilung total verfälscht wurde im Islam, genauso wie es auch im christlichen Glauben ist. Also dass es ritualisiert wird, was die Menschen eigentlich ursächlich verstehen sollten, wird bloß noch als Ritual ausgelebt. Und Sebottendorf als Mitahnherr der NSDAP, also man muss sehen, was da dahinter war, war eigentlich auch jemand, der sehr feinstofflich gearbeitet und gedacht hat. Und dadurch auch in seinem Buch Die geheimen Riten der türkischen Freimaurer, da sehr tief runtergegangen ist in dieses Bakashi-Darwish-Ordensystem, die ja mit den Juden verwandt sind, also von der Geistesstruktur her, oder mit den Rosenkreuzern in unserem Bereich, die ja alle feinstofflich arbeiten, bevor sich was materialisiert. Und da komme ich jetzt zu ihm, was mir sehr gefallen hat, dass er das anspricht, die Frequenzen, die, sozusagen die Schnittstelle zwischen unserer Materie und der Ebene der Feinstofflichkeit. Und wie stark diese feinstofflichen Energien dann sein können, um hier bei uns einzuwirken, weil die Juden sind ja als kollektives Energiefeld der Menschheit morphisch messbar. Also dieses Princeton-Computersystem misst ja uns und die Juden und alle als gleiche Einheit. Es ist ja da kein Getrenntsein im oberen Sinn. Aber es wirkt was ein auf das Ego der Juden, die halt, dass dieses Ego wächst und das Kollektiv irgendwo sabotiert wie so ein Krebsgeschwür. Und was würden Sie da jetzt als Ursachenebene sehen, das da Einfluss nimmt? Ich sehe da im Grunde auch schon ganz direkte Erziehung. Da muss nicht immer als irgendwie ein okkulter Manifestationsprozess vorangehen. Der Punkt ist, dass das Judentum erzogen wird im Talmud und in der Bibel in Strukturen und in Denkweisen, die wir im Grunde als gefährlich betrachten. Na, woher kommt's? Also wer ist da ausmarkiert? Ja, selbstverständlich. Talmud ist ein Buch von Verbrechen. Naja, das muss man leider können. Der Punkt ist mal. Moment. Du bist noch kein Verbrecher. Also ich glaube allerdings nicht, dass das in einer starken Form auf das faktische Verhältnis der Nazis zur Politik gewirkt hat, respektive um das, wie sie es hinterher umgesetzt haben. Ich denke, also ich sehe in allem, was die Nazis gemacht haben, Geopolitik und sehr vernünftiges Arbeiten. Also die wussten, dass sie halt eben von allen führenden Eliten der damaligen Zeit Unterstützung fanden und haben gesagt, jetzt ist die Zeit, ein Großprogramm in die Tat umzusetzen. Wir haben die Leute hinter uns. Ob es Freimaurer sind, die Freimaurer haben für die Nazis gearbeitet. Ob es die Engländer sind, die Engländer haben für die Nazis gearbeitet. 20er Jahre, wir reden nicht von den 30ern. Und deswegen musste Hess fliegen, weil Hess als sehr hoher Freimaurer Hitler übergeordnet war und Hitler nicht akzeptiert worden wäre von den englischen Freimaurern. So kommen wir im Grunde eigentlich auf diese rosenkreuzerische Geschichte. Also Hess war scheinbar sehr viel stärker als Hitler in dieses System involviert. Die Rosenkreuzer hatten einen Ableger gehabt, der sich um Crowley scharte. Das war der Golden Dawn Orden, den es schon längere Zeit gegeben hat. Ein freimaurerisches System, allerdings auch freimaurerisch eingebunden. Und die Leute haben in den 20er Jahren mit Hitler Kontakt aufgenommen, wie viele andere Systeme es auch getan haben. Und haben ihm gesagt, wir sind im Grunde ein Link auch zu England. Aber ein sehr schwarzmagischer. Aber mit Esoterik konnten sie dem Führer ja nicht kommen. Weil der Mann hat das zwar zugehört, dann auch vielleicht ein Stück weit halt eben sich interessiert gezeigt. Nur, was er wollte, es war ein politisches Programm. Und er hat das politische Programm Stück für Stück umgesetzt. Darf ich vielleicht ein bisschen länger, vielleicht mal 10 Minuten am Stück reden? Aber nur 10 Minuten. Weil dann komme ich nämlich jetzt, wie sich das Ganze dann entwickelt hat, wie die ganzen Ergebnisse sich dann irgendwann zu den Nazis positiv stellen konnten. Vor dem Ersten Weltkrieg
haben bereits innerhalb der zionistischen Gemeinde wichtigste Leute wie Max Mordau, der Vize von Herzl gewesen ist, 10 Jahre vor dem Anfang des Ersten Weltkriegs gesagt, dass dieser Krieg komme und wie er auszusehen habe. Und er hat es exakt 10 Jahre vorher so beschrieben, oder glaube ich sogar 13 Jahre vorher so beschrieben, wie es hinterher kam. Sie haben es öffentlich sogar gemacht in ihrer Zeitung. Es gibt jemanden, der hat eben damals diesen Kongress der Zionisten besucht und hat gesagt, ich habe halt eben diese Rede von Mordau gesehen und Mordau hat dann eben angehoben, über den kommenden Krieg zu sprechen, diesen großen Weltkrieg. Es gab vorher noch nie einen Weltkrieg und Mordau sprach darüber. Und er hat halt eben gesagt, in diesem Krieg wird es dann so sein, dass an einem bestimmten Punkt wir Israel bekommen durch die Hände Englands. England wird uns Israel geben. Und dann werden wir dies machen, dann wird das passieren. Hinterher gibt es eine Friedenskonferenz. Und auf der Friedenskonferenz, wo alle Völker der Nationen zusammenkommen, Versailles, werden wir dann praktisch die Früchte unserer Arbeit bekommen. Der Punkt ist der, es gab, das, was Mordau sagte, war rein biblisch. Wie er sprach, war rein biblisch. Das, was er sagte, bezog sich komplett auf die Prophetie. Er war zwar ein säkularer, nach außen hin, säkularer Mensch, und vertrat scheinbar säkulare Interessen, aber Israel ist in keinster Form, von keiner Zeit her, von den religiösen Interessen der Prophetiegläubigen zu trennen. Der Punkt ist, Mordau sagte, ich glaube es war 1903, legen Sie mich nicht fest, ungefähr, hatte diese Aussage gemacht, eine längere Aussage, die auch dann damals in den entsprechenden hebräischen Blättern erschienen ist. Danach kam der Krieg. Das Interessante ist, Israel, das wird die Israel Nationalisten, die diesen Staat schaffen wollten, haben sich überlegt, wie können wir den bekommen? Hier ist die große Karte, hier ist Palästina. Palästina hieß damals einfach nur Palästina. Es war Teil des Osmanischen Reiches. Osmanisches Reich, Türkei. Es kam der Krieg. Der Krieg wurde durch Freimaurer in Sarajevo hervorgerufen. Der Anschlag von Sarajevo war nichts anderes als 9/11. Es war im Grunde der Anfang, um in diesen Krieg hineinzukommen. Man brauchte einen Startschuss dafür. Die Bündnislage, die vorher aufgebaut war, lief darauf hinaus, wenn es knallt, fallen die Völker miteinander her. Es musste nur richtig knallen. Und genau so war Sarajevo. Freimaurer hatten vorher öffentlich gemacht, dass sie den Thronfolger von Österreich verurteilt hatten. Also in freimaurerischen Logen, die politisch unterwegs sind, gibt es Verurteilungen, Todesverurteilungen. Es kam zu Sarajevo, es kam zu dem Anschlag. Die Leute, die den Anschlag vollendet hatten, waren allesamt Freimaurer. Sie gaben das selber zu in den Prozessen, die dann hinterher geführt worden sind. Und sie sagten, es gab einen Auftrag aus der Loge, diesen Anschlag zu vollziehen. Wir sind also komplett, was den Anfang des Krieges anbelangt, in einem prophetischen Prozess. Dann kommen wir in den Krieg hinein. Was passiert dort? Wie beginnt der Krieg? Das ist das hauptsächlich Wichtige. Deutschland steht auf der einen Seite mit Österreich, was an sich ein schwieriger Verbündeter ist, weil sie nicht mehr kämpfen, historisch auch gesehen. Dann haben wir noch Italien, was normalerweise aus der deutschen Seite gekommen wäre, aber italienisch gesagt hat, schau mal, warten wir erstmal an, wie sich alles entwickelt. Das heißt, Deutschland stand im Grunde mit dem Arsch an der Wand auf Deutschland. Gegen Deutschland war das riesengroße Russland, die Weltmacht England, mit dem gesamten Empire dabei, ob das halt eben in Kanada ist oder Australien etc. Und Frankreich, ebenfalls in Empire. Also es war erdrückend negativ auf den ersten Blick für Deutschland. Die Türkei hatte keinen Grund, in diesen Krieg einzutreten. Null. Niente. Und die Südvölker tendieren dazu, das ist im Grunde ein Vorurteil, aber das stimmt, in dem Moment im Krieg ist erstmal wegzugucken. Sich da nicht einmischen zu lassen, schon gar nicht auf der Seite des Verlierers, des sicheren Verlierers, was Deutschland gewesen war. Der Punkt ist der, es ist trotzdem gelungen, die Türkei in den Krieg zu bringen. Die Türkei auf deutscher Seite in den Krieg zu bringen. Was haarsträubend ist. Weil die Türkei damit im Grunde sich eigentlich von Anfang an zum Verlierer gemacht hat. Womit aber mit der Türkei, das ist das Wichtige, gleichzeitig Palästina als Braten, der am Ende des Krieges zu verteilen gewesen ist, mit auf den Tisch gelegen ist. Weil Palästina ein Teil der Türkei gewesen ist. In der Türkei hat es vorher einen Aufstand gegeben, einen Umsturz. Das waren die Jungtürken, die die Regierung übernommen haben. Die Jungtürken waren extrem freimaurerisch orientiert, waren extrem von jüdisch-okkulten Gruppen abhängig. Darüber hinaus, was
Gaddafi gesagt hat, stimmt. Al-Qaida ist dort unten präsent. Die Leute, die dort kämpfen, die sogenannten Freiheitskämpfer, sind zu einem guten Teil Al-Qaida-Kämpfer. Al-Qaida und Gaddafi gehen gegeneinander. War schon immer so gewesen. Das war auch Al-Qaida, CIA-Kämpfer sozusagen. Ja, natürlich. Al-Qaida ist CIA. Und der Punkt ist, Al-Qaida, das heißt, alles Öl, Libyen. Natürlich war die Vorbereitung. Der Punkt ist der, es gibt in Afrika nur zwei Staaten richtig, richtig fett Öl. Nigeria und Libyen. Der Punkt ist der, Libyen, ich meine, Gaddafi hat eine leichte Schuld. Da gibt es nichts zu machen. Der Punkt ist nur der, dass es seine Leute gut gehabt hat. Die hatten dafür so Pro-Kopf-Einkommen von ganz Afrika gehabt. Die hatten Sicherheiten gehabt, was die soziale Versorgung angeht. Der hat für seine Leute schon gesorgt. Gibt es kein Vertun, überhaupt keins. Dass die Leute, die die Aufständischen waren, das waren bestimmte Folterungsgruppen, die in starken Regionen gewohnt haben und die gesagt haben, machen wir uns da selbstständig und nehmen das Ganze für uns. Teil und Herrscher, das alte Prinzip. Danach gab es, und alle waren zufrieden, Mensch, prima, ist doch alles in Ordnung jetzt. Danach gab es die gleiche in Ägypten. Da gab es dann eine Militärregierung. Und unsere Medien haben gesagt, ja toll, Ägypten ist frei. Geht's noch? Ich meine, ich habe mich gewundert. Aber es war sofort gesettelt, das Thema war sofort vom Tisch gewesen. Und dann kam halt eben Libyen. Und da haben sie sich die ganze Zeit drauf gestürzt. Da sind wir momentan noch. Und welcher von den drei Staaten hat... Der Punkt ist nun folgender. Dass, was wir in den maghrebinischen Staaten, in nordafrikanischen Staaten beobachten können, völlig auf Libyen fokussiert ist. Zuerst eine Revolution in Anführungszeichen in Tunesien. Da wurde dann praktisch die Regierung ausgetauscht. Der Punkt ist nur der, dass der König da oben drüber oder der Potentat davon unberührt geblieben ist.